Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, selten habe ich mich in einen Film so hineingesteigert. Er kommt so unglaublich realistisch daher, dass man glaubt, man befindet sich direkt auf den Straßen in South Central, La. Man fühlt mit den Charakteren, die man als Kind begleitet und mit ihnen sozusagen groß wird. John Singleton hat sich das wohl auch als Ziel gesetzt, damit der Film nachgeht, und das tut er, hat Tiefgang. Kann man nicht unbedingt von vielen Filmen aus diesem Genre behaupten, in denen meistens die hirnlose Handlung von sinnlosen und überflüssigen Schießereien überdeckt wird. Wer also auf einen puren Actionfilm hofft, ist hier falsch. Für die Anspruchsvolleren unter euch kann ich ihn nur empfehlen, weil er wirklich etwas Besonderes ist. George W. Bush sollte den Film als Anschauungsmaterial an den Schulen einführen. Jeder 21. Afroamerikaner kommt durch einen anderen schwarzen US-Bürger ums Leben. Aufsummiert sind die Todeszahlen der getöteten Menschen in den Viertels somit höher als die der US-Soldaten in der Nachkriegszeit. Das muss einem zu denken geben. Der Film macht das auf interessante Art. Zusätzlich sind bekannte Gesichter wie Cuba Gooding Jr., Lawrence Fishburne und Ice Cube, der im Film besonders sympathisch rüberkommt, zu sehen. Die Bonusdisc ist auch absolut sehenswert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.